Was soll das Geflüster? Psst. Wenn die Soldaten uns hören, bringen sie mich um. Du bist der Söldner, der für Kyra und die Rebellen arbeitet, ja? Das bin ich. Ja, das bist du. Viele flüstern von deinen Taten, Söldner. Viel Geflüster und viele Geheimnisse über das Rebellenmädchen. Wenn du etwas weißt, dann spuck es aus. Wenn die Soldaten mich sehen, dann töten sie mich. Bei Apollon, sie haben es bereits versucht. Da ist ein Haus am Marktplatz, schon lange mit Brettern vernagelt. Schleiche dich hinein, dann reden wir. Seltsam. Ich sollte das Haus suchen und rausfinden, was die Bettler... Jetzt kriege ich dich, Podarkas. Das Haus ist vernagelt. Hier bin ich richtig. Hier ist eine Nachricht. Eine Warnung von Podarkas. Er hat die Frau bezahlt, damit sie schweigt. Aber worüber? Blutige Fußspuren von einem Kind. Es muss sich in der Truhe versteckt haben. Diese Frau wurde ermordet und würdelos im Freien liegen gelassen. Eine Athena-Speerspitze steckt zwischen den Rippen. Hölzerne Puppen. Eine Mutter mit Kind. In eine ist ein M eingeritzt, in die andere ein K. Hier gibt es nichts mehr zu finden. Ich muss mit dieser komischen Frau sprechen. Und was hat der Söldner gefunden? Eine Leiche. Eine Frau. Getötet durch einen Athena Speer. Ist das alles? Dort lag auch ein Brief von Podarkas. Er drohte, beide zu töten, wenn sie ihr Schweigen bricht. Beide? Warum ein Kind töten? Außer, es war seins. Psst! Sie könnten zuhören. Nun sag mir leise, was du noch gefunden hast. Die Puppen. Sie tragen die Buchstaben K und M. M steht für Martha. Du hast gefragt, für wen ich arbeite. Die kleine Puppe mit dem K. Das Kind war Kyra. Ja, ja, und das heißt... Bei den Göttern. Podarkas ist Kyras Vater. Sehr weise, Söldling. Wirklich sehr weise. Kyra muss es erfahren. Sie würde dir nie glauben. Niemals. Ihr ganzes Leben lang jagt sie den Mann, der Athena schickte, um ihre Mutter vor ihren Augen zu töten. Doch Kyra haben die Götter verschont. Sie konnte fliehen. Woher weißt du das alles? Ich war dort, Söldner. Ich habe die Kleine beschützt. Als die Athena versuchten, mich zu töten, konnte Kyra vorbeischlüpfen. Du warst daran beteiligt. Mein Name war Ortonia. Ich war Podarkas Dienerin. Was? Nacht für Nacht kam Kyras Mutter zu seinem Haus. Die Kleine wollte ihren Vater kennenlernen. Podarkas ließ sie mich fortchecken. Doch sie kam immer wieder, also schickte mich Podarkas mit einer Nachricht zu ihr. Die Warnung. Sie hat nicht gehört. Podarkas schickte mich wieder dorthin, diesmal mit Athena-Soldaten. Kyra muss erfahren, dass Podarkas ihr Vater ist. Aber ich sage es ihr erst, wenn ich es beweisen kann. Die Frau kam eines Nachts zu Podarkas Haus und bat mich, ihm eine Puppe zu geben, die Kyra für ihn gemacht hatte. Wenn Podarkas sie hatte, hat er sie vielleicht immer noch. Das können nur die Götter wissen. Ich finde diese Puppe. Jetzt weiß der Söldner, für wen er arbeitet. Die Rebellen sollten es auch wissen. Wenn Podarkas die Puppe in seinem Haus versteckt, da ist die Puppe. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ich muss vorsichtig sein.
Odakes hat Kyras Puppe behalten. Sie hat den Buchstaben P eingeritzt für Pater. Ob Kyra das die ganze Zeit gewusst hat? Die Rebellen verdienen auch davon zu erfahren. Doch für einige bedeutet Blut alles. Sie könnten sie verlassen, wenn sie wüssten, dass Podarkes ihr Vater ist. Wo ist Kyra? Sie ist... Vermisst du mich schon, Söldner? Kyra, ich habe dir etwas zu sagen. Dein Gesichtsausdruck. So ernst. Setz dich, entspann dich, trink etwas Wein. Was ich zu sagen habe, ist nur für dich bestimmt. Folge mir. Jetzt gehört meine Aufmerksamkeit ganz dir. Was wolltest du mir sagen? Ich sag es einfach gerade heraus. Podarkes ist dein Vater. Soll das etwa ein Witz sein? Es ist kein Witz. Dafür bringe ich dich um! Das kann nicht sein. Kyra. Es tut mir leid. Er hat mir alles genommen. Wie hast du sie gefunden? Ich fand euer altes Haus. Ich weiß von deiner Mutter. Ich höre sie immer noch schreien. Ein Sturm aus blauen Rüstungen und roten Klingen fuhr durch unser Haus. Ich musste durch Mutters Blut laufen, um zu fliehen. Ich bin nie dorthin zurückgekehrt. Das war auch besser so. Danke, dass du es vertraulich behandelst. Meine Männer müssen es nicht wissen. Noch nicht. Doch bitte geh jetzt. Ich muss jetzt allein sein.